Das ist Steffi. Sie hat es unter die Top 23 geschafft, tingelt mit Heidi durch die Weltgeschichte und genießt das Topmodel-Leben. Unvergessliche Zeit hier. Die vergesse ich nie wieder. Das ist Steffis Mutter Helena, die zu Hause ist und vor Sorgen kein Auge zukriegt. Erste Woche war... Ich konnte gar nicht schlafen. Aus gutem Grund. Ihre Tochter hat eine schwere Krankheit, die das Leben der 17-Jährigen geprägt hat. Ja, es war nicht einfach, mit 13 Jahren gesagt zu bekommen, du wirst sterben und wir können nichts mehr für dich tun. Das Topmodel-Leben aus der Sicht der Mutter. Dieses Mutter-Tochter-Gespann ist ein Herz und eine Seele. Bereits in Berlin hat man gesehen, Mama ist immer da. Helena fiebert mit, weicht nicht von ihrer Seite und ist Steffis größter Fan. Ich bin aufgeregt. Ich habe meine Stimme verloren. Aber ich bin 100% überzeugt. Die erste, die sich jetzt freuen darf, ist die Stefanie. Ich glaube, alle haben meine Mama kennengelernt und ich glaube, meine Mama bleibt auch gut im Gedächtnis. Meine Mama, die ist echt die beste Mama. Sie ist wirklich, sie macht alles für mich, wirklich alles, alles, alles. Steffi ist weiter, aber ohne ihre Mutter hätte sie es nicht geschafft. Wir haben die sympathische Frau zu Hause besucht. Ich will dabei, überall dabei sein. Wie ein Koffer. Ich habe auch gesagt, Steffi, frag bitte. Sogar wenn in L.A. kein Platz für mich ist oder keine freie Zimmer, ihr habt bestimmt Couch im Wohnzimmer. Ich brauche nicht viel Platz. Typisch Muttis eben. Das Kind ist aus dem Haus und schon gibt's Stalker-Neigungen. Ich habe dort Handy, dort Telefon, Haus, Telefon, dort noch, dort Laptop, dort. Alle sagen, meine Mama soll mal schlafen, denn keine Nacht schläft sie. Sie hat Angst, dass ich anrufe und sie den Anruf nicht hört und deswegen bleibt sie jede Nacht wach. Ja, vielleicht von irgendwas, es klingelt oder dass ich höre, ja, Mama, hallo, ja, mir geht's gut und so. Dabei muss Helena sich keine Sorgen um ihre Tochter machen, denn Steffi ist auch unter den Mädchen die Fürsorgliche. Du bist eine starke Frau. So. Ich weiß, du bist stark, aber innerlich bist du total traurig. Ja. Die Schülerin ist für ihr Alter sehr erwachsen. Kein Wunder, denn ihr ganzes Leben lang musste sie kämpfen. Mein ganzes Leben hatte ich so eine Krankheit und kein Arzt hat das herausgefunden. Ich wurde immer zum Psychologen geschickt. Sie ist bulimiekrank. Und dann, als ich 13 Jahre alt war, bin ich wieder zum Krankenhaus, habe gesagt, mir geht's total schlecht. Dann bin ich in Ohnmacht gefallen und wurde dann vom Krankenwagen abgeholt. Dort wurde ich dann wirklich gut kontrolliert und dann haben die gesehen, dass in meinem Bauch alles falsch liegt, wirklich ganz verdreht, mein Blinddarm lag unter den Rippen. Das war nicht nur für Steffi, sondern auch für ihre Familie und vor allem für ihre Mutter eine sehr schwierige Zeit. Deswegen fällt es Helena umso schwerer, ihre Tochter loszulassen. Wenn sie einmal gespürt haben, dass sie verlieren ihr Kind, das vergessen sie nie im Leben. Und diese Angst, es bleibt. Seit die Schülerin 5 Jahre alt ist, wollte sie Model werden. Jetzt kann sie sich ihren Traum endlich erfüllen. Wenn jemand schon mal die dunklen Seiten des Lebens gesehen hat oder wirklich, wirklich Probleme hatte, also wirklich existenzielle Probleme hatte, dann regt er sich nicht mehr irgendwie auf über dies, das oder jenes. Man verändert sich total. Ich habe mich wirklich sehr verändert. Ich wurde auch noch ein bisschen lebensfroher hier. Ich habe echt gemerkt, so schön kann das Leben sein. Die Tage, seitdem Steffi in Singapur ist, kommen Helena wie eine gefühlte Ewigkeit vor. Wir zeigen der Mama die ersten Bilder, wie sich ihre Tochter bei Germany's Next Topmodel macht. Meine Tochter, ich bin stolz. Ja, das macht sie toll. Steffi hat mit ihren 17 Jahren viel erlebt. Sie hat um ihr Leben gekämpft und jetzt kämpft sie für ihren großen Traum.